Heute ist der 1. April, auch hier bei 7 Tage, 7 Köpfe. Mein absoluter Lieblingstag wegen der April-Scherze oder wie es neudeutsch heißt, Fake News. Ja, für uns Comedians ist der 1. April natürlich gleichzeitig auch Tag der Arbeit. Also ich habe in 12 Jahren, verstehen Sie Spaß, noch mehr Leute verarscht als Andreas Scheuer in seiner gesamten Amtszeit als Verkehrsminister. Kunst. Und heute Morgen habe ich gleich auch noch unseren Tankwart in den April geschickt. Weißt du, was ich gesagt habe? Einmal voll tanken, bitte. Seid ihr auch schon mal in den April geschickt worden? Ja, mir hat mal jemand gesagt, dass er mich liebt. Oh, oh nein. Bitte. Ich muss sagen, ich finde April-Scherz überhaupt nicht gut. Warum? Nee, wirklich. Also ich finde, Komiker, das ist so jetzt kein Job, den jeder machen kann. Ne, so wie Makler oder Verteidigungsminister. Ne? Der ist leider gut. Der ist leider gut. Ja. Aber, also ich habe ja gelesen, dass diese lustigen April-Scherze ursprünglich sogar eine deutsche Erfindung sind. Ja. Und da habe ich mir erst gedacht, Deutschland und lustig, oho. Das muss jetzt ein Scherz sein, aber eigentlich passt das ja. So, an einem Tag, da ist festgelegt, da musst du lustig sein, da kannst du krachen lassen. Auch bei anderen Tagen, zur Wiederhandlung werden strafrechtlich verfolgt, Sondereinsatzkommando und dann Handschellen lebenslang, leck mich am Arschloch, ist mir scheißegal. So wird es gemacht. Wir kommen alle in den Knast. Leck mich am Arschloch. Alle. Als meine Tochter 8 Jahre alt war, hat die auch mal einen April-Scherz vom Stapel gelassen. War ganz lustig. Meine Frau kam nach Haus, sagt die Kleine zu ihrer Mama, beim Au-pair-Mädchen, da liegt ein fremder Mann im Bett. Empört rennt meine Frau zum Zimmer und sagt meine Kleine, April, April, ist gar kein fremder Mann, ist der Papa. Ja. Das ist romantisch. Jawohl. April-Scherz in der Tat. April. Ich wurde bis jetzt erst 2-mal richtig reingelegt. Einmal warst du da. Ja, ja. Da hast du mich reingelegt. Und einmal hat mich meine Freundin reingelegt. Da hat sie sonst keine Stärken. Aber das hat sie perfekt gemacht, das muss ich zugeben. Wobei, jetzt bin ich am Zug. Nein, wir waren bei Freunden. Ich wollte schon immer mal in so einem Motorhome pennen. So in Amerika gibt es so fette Motorhomes. Ja. Kennst du diese Trailer oder was, wo auf der Seite ist raus. So, und dann ein Freund von mir, der hat eine Ranch in Kalifornien und der hat... Ja, klar. Wir haben Garten bis dann. Nee, der hat eine Ranch. Der hat dann so einen riesen Motorhome besorgt und da konnten wir dann mitten auf dem Feld pennen. Wir waren halt mitten in der Pampa, klopfte das so. Ich machte die Tür, war keiner da. Leg mich wieder hin, klopfte. Okay. Und wenn du dann nachts in Amerika im Nichts in so einem Motorhome stockduster und du hörst nur und erzählst vorher noch von Chucky die Mörderpuppe, weißt du, und du hörst, dachte ich, wer ist das? Ist das Chucky? Ist das ein Psychopath? Ist es der Wendler, der was braucht? Und es war wirklich so, und jetzt waren wir so 2 Männer und jeder Mann kennt das, wenn du dann als Mann, du bist ja dann cooler, als du in Wirklichkeit bist. Kein Problem, ey, wenn es ein Gangster ist, kloppen wir den um. Wenn er eine Knarre hat, machst du gar nichts. Aber irgendwann, ich habe mich bewaffnet, also was ist bewaffnet? Ich habe mir meine Adilette geholt, ich weiß jetzt nicht, wer da draußen wirklich so ein Serienkiller gewesen. Ich weiß nicht, ob der, wenn der die Adilette sieht, sagt, ach du Scheiße, der hat eine Adilette. Ich bin aber, pass auf, es wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer. Keine ich Ahnung, bin dann total mutig da raus mit dieser Adilette und dann klebte eine Kunstpuppe mit so einem Finger, der so einen Mechanismus hatte und immer an dieser Scheibe klopfte. Und 10 Meter weiter stand meine Freundin, hat sich kaputt gelacht. Oh. Und das war ihr Moment. Und dann kam danach, kurz danach kam mein Moment. Weil dann haben wir uns zusammengesetzt, alle haben gelacht, war so lustig. Und ich habe gesagt, Schatz, eines Tages, irgendwann, morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht heute Nacht, vielleicht nächste Woche, nächstes Jahr. Irgendwann, wenn du nicht dran denkst, irgendwann bin ich dran. Und seit diesem Tag habe ich relativ viel Spaß, denn immer wenn sie so ein bisschen frech wird, kann ich kurz vorm Schlafen gehen sagen, Schatz, vielleicht ist heute die Nacht. Ein Auge zu. Das ist mein Spaß. Sehr geil. Schön. Wir sind nach Beethoven an, ne? Ja. Ich liebe sie. Leute, ich liebe April-Scherze. Geht's noch? Ätzend. Übrigens, hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt auf RTL Plus, einfach hier klicken.
Und für weitere Videos einfach hier oben klicken. Ganz einfach.